Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auch ich möchte mich herzlich bedanken bei der Swiss ICT, möchte mich herzlich bedanken bei Collective Learning, Andreas und Ursula, dafür, dass das so möglich ist und dass wir auch vorher schon die Studie entsprechend durchführen konnten. Ich freue mich sehr, dass wir heute die erste Möglichkeit haben, uns mal ein bisschen die Studienergebnisse anzuschauen. Ich würde jetzt, da wir ja auf das Ganze als nur Coffee Break, nur einen Kaffee lang angekündigt haben und wir uns eigentlich auch dran halten wollen, würde ich dann auch einsteigen wollen. Vielleicht mit einer ganz kurzen Vorstellung auch meiner Person und auch nochmal, wer die Player sind. Die Swiss ICT, Connected Learning, hatten wir schon drüber gesprochen. Zu meiner Person, welchen Hintergrund habe ich? Ich bin Professor an der Hochschule in Koblenz, bin auch aktiv auf einer gemeinsamen Plattform mit anderen Professoren, Kollegen, die nennt sich Process and Project. Und schließlich bin ich auch noch als Berater und Management Coach unterwegs, als wissenschaftlicher Beirat der Heupel Consultants, in denen wir Unternehmen in diesen Themen unterstützen. Die Links sind ja alle hier einsehbar und da kann man sich dann weiter informieren. Wir haben heute die erste Copy Break zum Thema. Heute geht es um die Frage Wunderwaffe Agile. Da soll sozusagen der Einstieg ein wenig erfolgen. Und bevor ich jetzt anfange, über Studienergebnisse und ein bisschen die Interpretation zu berichten, möchte ich gleich die Chance nutzen, ein klein wenig das Heft an Sie weiterzugeben. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet, und zwar zu Ihrem Hintergrund in Sachen agile Methoden. Also die gleich jetzt direkt durchführen. Genau. Wir sehen jetzt, also ich sehe eine Umfrage, welche agilen Erfahrungen hast du? Und da wäre die Bitte an Sie, das entsprechend zu beantworten. Von keine oder nur theoretische oder Basiskenntnisse über erste praktische Erfahrungen, mehrjährige praktische agile Arbeitserfahrung und Agile Expert Know-how. Ich selbst nehme mal nicht dran teil und dann, wenn wir einen Stand haben, Ursula, könntest du vielleicht die Ergebnisse zeigen, dass wir sehen, wer hier heute zusammenkommt. Ah, das klappt ja super. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen, keine ist gar nicht vertreten und dann ansonsten ist der Schwerpunkt bei der Option 3 und 4, also erste praktische Erfahrung und mehrjährige praktische agile Arbeitserfahrung. Und auch sogar ein Agile Expert Know-how ist dabei. Das heißt, wir sind relativ breit gestreut im Know-how. Ich hoffe, dass wir heute entsprechend trotzdem noch für alle etwas dabei haben können. Aber wenn Grundkenntnisse da sind, dann ist es sicherlich schon mal hilfreich, um entsprechend die Ergebnisse auch so ein bisschen zu interpretieren. Ich gehe direkt ins Inhaltliche hinein. Was sind die vier Punkte, zu denen ich was sagen möchte? Zum einen zur Studie selber, zum zweiten zu den Erfolgsquoten agiler Methoden, die wir herausgefunden haben. Dann zum Thema wo agil, also in welchen Bereichen sollte man das einsetzen. Und dann noch die Frage, ob agil einfach bedeutet, dass jeder machen kann, was er möchte. Ich habe es mal kurz betitelt mit agil gleich Bällebad, mit einem Fragezeichen eigentlich, in dem Sinne, dass eben zu prüfen ist, was bedeutet das für die Unternehmenskultur und für die Mitarbeiter. Ja, was bedeutet agil in der Praxis? Seit etwas mehr als 10 Jahren setzen wir uns auch außerhalb der Softwareentwicklung mit agilen Methoden auseinander. Und das ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Was mich schon immer sehr beschäftigt hat, ist, wie sieht die praktische Ausgestaltung wirklich aus, abseits des Lehrbuchs, abseits dessen, was sozusagen im Scrum Guide steht. Und deswegen haben wir seit 2012 mehrere Studien durchgeführt. Die letzte Studie, jetzt eben die vierte internationale Studie, jetzt auch mit einem Schwerpunkt Scaled Agile. Da werden wir uns dann in der zweiten bzw. dritten Agile Coffee Break weiter mit auseinandersetzen. Zu dieser Studie lässt sich sagen, dass sie online durchgeführt wurde, dass sie
mit der Swiss ICT, aber auch mit anderen Partnern durchgeführt wurde. Unter anderem zum Beispiel mit Scrum.org, also die Organisation, die gegründet wurde von Ken Schwaber, einem der beiden Mitbegründer von Scrum. Und die Ergebnisse sind inzwischen auch verfügbar unter den beiden angezeigten URLs. Wir haben über 600 Teilnehmer aus über 20 Ländern als Teilnehmer gewinnen können. Das sind nur die auswertbaren Ergebnisse. Was sind so Highlight-Ergebnisse, die herausgekommen sind? Ein Punkt sehen wir direkt hier. Eine Frage, die wir jetzt in allen vier Studien, also das erste Mal schon 2012, gefragt haben, nämlich in welcher Form setzen Sie agile Ansätze ein? Und da war es auch immer eine Frage, inwieweit sind vielleicht auch klassische Teilnehmer dabei? Das ist für uns methodisch immer sehr wichtig gewesen, auch vor dem Hintergrund, um eine Vergleichsbasis zu haben. Sie sehen hier, das ist das weiße Feld. Es sind in dieser Durchführung nur 9% gewesen. In früheren Durchführungen waren das ein höherer Anteil. Es scheint zunehmend schwieriger zu werden, Unternehmen zu finden, die wirklich auf das Klassische setzen. Ich will das ganz sicher nicht verallgemeinern in dem Sinne, dass ich sage, dass das zu 100% repräsentativ ist. Ich persönlich glaube, dass der klassische Anteil eher ein wenig höher ist, aber diejenigen, die sich an solchen Studien beteiligen, dort nimmt der Anteil deutlich ab, das wird deutlich weniger. Und ich glaube auch, dass das vielleicht nicht in der absoluten Zahl, aber im Trend dem entspricht, was auch allgemein zu sehen ist. Was wir auch hier auf der Folie direkt sehen, ist, der Anteil der durchgängig Agilen, das war eine der vier Optionen, beträgt gerade mal 20%. Das ist über diese vier Studien, die wir durchgeführt haben, eher konstant geblieben, aber das war schon eins der Key-Ergebnisse 2012, während auf agilen Konferenzen, im Scrum Guide, in der Literatur viel über agil als Pure Play gesprochen wird, ist es eben so, dass in der Praxis, zumindest in unseren Studien, immer wieder ein ganz großer Anteil, 2/3 ungefähr, in einer Art arbeiten, die sie selber als hybrid, also gemischt oder selektiv, mal so oder so bezeichnen. Das, glaube ich, sollte man in der Diskussion immer mit berücksichtigen. Wir haben uns natürlich auch auseinandergesetzt mit der Fragestellung, wie erfolgreich ist das? Wie erfolgreich sehen sich die agilen Anwender selber? Und das Ergebnis von einer der mehreren Fragen, aber von zwei habe ich mitgebracht, sehen Sie hier. Wir haben gefragt, sind durch die Anwendung von agilen Ansätzen Verbesserungen bei Ergebnissen und Effizienz realisiert worden? Und Sie sehen, eine überwältigende Zahl von 85% sieht das positiv. Das ist ein konstant hoher Wert über die verschiedenen Studien hinweg geblieben. Sehr spannend in meinen Augen auch die Fragestellung, wie sieht die Verbesserung in Relation zum Aufwand aus? Und Sie sehen auch hier ein sehr positives Bild. Also 19% sagen, die Verbesserung ist sehr viel höher. Weitere 70% sagen, die Verbesserung ist höher als der Aufwand. Das macht ja in Summe dann schon fast 90%, die also ein positives Gesamtbild dort sehen. Was wir auch hier wieder gesehen haben, und das ist, glaube ich, immer eine wichtige Ergänzung in der Diskussion, agil durchgängig, Pure Play oder agil hybrid selektiv. Wir haben auch hier wieder gesehen, die Teilnehmer, die von sich selber sagen, sie sind durchgängig agil, schätzen ihre eigenen Aktivitäten als erfolgreicher ein, in verschiedenen Parametern. Wir sehen über die gesamten Studien eigentlich, dass agiles Projektmanagement von den Nutzern in allen Formen als erfolgreicher eingeschätzt wird als klassisches Projektmanagement. Wir sehen aber auch, dass diejenigen, die durchgängig agil arbeiten, sich für noch erfolgreicher wiederum einschätzen oder halten als die Vergleichsgruppe sonst. Das kann man auf sehr unterschiedliche Fakten zurückführen. Vielleicht haben die ein positiveres Weltbild, vielleicht haben sie auch die Möglichkeit, überhaupt durchgängig agil zu arbeiten, was andere nicht können. Aber über die vier Studien sehen wir eben immer, dass die Agilen erfolgreicher sind als die Klassiker. Wir sehen aber auch, dass die durchgängig Agilen besonders erfolgreich sind.
Was auch zu sagen ist, wir haben in dieser Durchführung das erste Mal gesehen, dass die Klassiker wieder ein bisschen aufholen in der Erfolgsbewertung. Vielleicht sind die jetzt als Klassiker verblieben sind, diejenigen, die sich besonders systematisch damit auseinandersetzen oder diejenigen, die an der Studie teilnehmen, diejenigen, die mit einem hohen Selbstbewusstsein das machen. Eine spannende Frage ist sicherlich auch immer die, welche Methoden werden eingesetzt, welche Ansätze. Das will ich nur ganz kurz noch anreißen. Die Studienergebnisse stehen ja zur Verfügung unter den genannten Links. Und was wir sehen durchgängig ist das, was auch die Diskussion beherrscht, nämlich Scrum ist mit großem Abstand immer wieder die meistgenutzte Methode. Danach kommt dann Kanban. Eine weitere Frage, die uns immer wieder auch beschäftigt und die, glaube ich, eine große Rolle spielt, wenn wir jetzt halt viel hybride, also gemischte Anwendungen und selektive Anwendungen sehen, ist dann natürlich auch die Fragestellung, in welchen Bereichen werden agile Methoden eingesetzt. Auch das fragen wir in den verschiedenen Studien schon ab. Wir haben das dieses Mal besonders intensiv abgefragt. Und Sie sehen hier die Ergebnisse als Multiple Choice, in welchen Themenbereichen nutzen Sie agile Ansätze. Was wir sehen ist, 3/4 der Teilnehmer sagen nach wie vor Softwareentwicklung. Das ist schon noch der weitreichendste Anteil. Da ist natürlich auch wieder zu hinterfragen, wie repräsentativ die Stichprobe ist. Und ein weiterer Faktor, zunehmend wird natürlich fast jedes Thema auch ein Software-Thema. Was wir aber auch sehen, und das ist eine Veränderung gegenüber den Vorstudien, ist, dass IT-nahe, ich habe das hier alles ein wenig gekürzt, die Antworten waren etwas ausführlicher, zum Beispiel SAP-Einführungen oder Projekte, die weiteren IT-Bezug hatten, aber keine reine Softwareentwicklung waren, machen auch inzwischen schon über 50% aus. Und was ich besonders spannend finde, ist auch die physische Produktentwicklung. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch in den letzten Jahren viel auseinandersetzen durfte. Also wirklich Anlagen, Maschinenbau, Automotive, derartiges. Das spielt auch eine zunehmend große Rolle bei den Anwendern. Da sehen wir also schon wirklich auch das, was in der Diskussion wahrzunehmen ist, während früher, vor 15 Jahren, agile Methoden sehr starken Softwareentwicklungsbezug hatten, hat sich das inzwischen wirklich relativiert, auch wenn das nach wie vor noch sehr viel ausmacht. Ein weiterer Punkt, der natürlich eine große Rolle immer spielt, ist auch die Fragestellung, in welchem Kontext ich Dinge einordne. Und zu dem Zweck habe ich hier noch mal kurz eine Darstellung eingefügt, die ich sonst auch gerne nutze, auch wenn es darum geht, mit Unternehmen zu diskutieren, an welcher Stelle setze ich was ein. Wir haben hier die Differenzierung zwischen einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Einige von Ihnen werden das kennen aus dem Kontext der sogenannten Stacey-Matrix oder Kniffen-Framework. Und die Aussage hier ist die, dass wir Dinge haben, die sind so einfach, die brauchen nicht gemanagt zu werden. Wir haben andere Dinge, die sind nicht einfach, aber die sind vorhersehbar, beherrschbar, die sind modellierbar. Das ist die Domäne des klassischen Projektmanagements und wir sehen Aufgaben, die sind nur begrenzt beherrschbar. Die Planung ist hier im Detail sehr schwierig oder sogar kaum sinnvoll. Und wir sehen schließlich dann Themen, die gehen sogar ins Chaotische, wo wir kaum noch etwas berechnen können. Das sind Aspekte, die jetzt in letzter Zeit zum Beispiel durch die Corona-Diskussion auch aufgekommen sind. Und die dringende Empfehlung lautet natürlich, dass wir entsprechend sinnvoll die Methoden einsetzen, angemessen. Das heißt, bei komplizierten Prozessen, Dinge, die repetitiv sind, die standardisierbar sind, die nicht einfach, die nicht trivial sind, die schon herausfordernd sind, aber die berechenbar und analysierbar sind, das sind eben die klassischen Methoden, meiner Meinung nach oder nachvollziehbarerweise aufgrund der Effizienzvorteile nach wie vor die Methoden der Wahl, also das Big Design upfront, während dann eben die komplexen Methoden, die Scrum eher hier einzusetzen sind. Und dann schließlich im Chaotischen, da müssen wir uns zunehmend dann eben von Methoden lösen und Kultur, Werte und Prinzipien spielen eine immer größere Rolle. Das so als allgemeines Einordnen. In dem Zusammenhang haben wir uns dann natürlich dafür interessiert, wie systematisch machen die Unternehmen das denn?
und haben festgestellt, dass inzwischen schon durchaus ein relevanter Anteil der Unternehmen sich damit auseinandersetzt, welche Aufgabe wie komplex ist. Sie sehen insgesamt, dass fast 40% der Unternehmen, der Teilnehmer sagen, dass sie sich zumindest meistens mit der Komplexität einer Fragestellung systematisch auseinandersetzen. Bei den durchgängig agilen ist es noch viel mehr, bei den durchgängig klassischen deutlich weniger. Das heißt, in den Unternehmen ist es unterschiedlich stark verbreitet, sich systematisch vor Augen zu führen, was für eine Art von Aufgabe haben wir denn hier. Von meiner Seite her wäre das eine dringende Empfehlung, das immer zu tun. Das ist auch das, was wir mit Unternehmen immer sehr intensiv machen, weil eben in meiner Sichtweise zwar durchgängig agil die besten Erfolgsquoten hat, aber das sind dann eben auch typischerweise sehr komplexe, teilweise chaotische Aufgabenstellungen, um die es dann geht. Dann komme ich auch schon fast zum Abschluss der heutigen kurzen Veranstaltung, nämlich die Fragestellung, agil, entspricht das dem Bällebad als so Begrifflichkeit, Bullerbü, sagen wir teilweise auch, so die Welt, in der sozusagen jeder machen kann, was er mag, in der es keine Zwänge, keinen Druck mehr gibt. Und ich glaube, dass das eine deutlich verkürzte Sichtweise auf das Thema ist. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass die Diskussion sich entsprechend weiterentwickelt hat. Ich habe hier mal die Organisationsprinzipien agil versus plangetrieben im Sinne von tayloristisch gegenübergestellt. In der agilen Welt geht es eben weniger darum, kompliziert und detailliert zu planen, stattdessen klar und einfach, was oftmals noch herausfordernder ist. Es geht weniger darum, Aufgaben tayloristisch eindeutig zuzuordnen, sondern die Eigenverantwortung steht im Vordergrund. Anstelle von Detailvorgaben ist Verstehen und Mitdenken im Vordergrund. Das Team organisiert sich beim Scrum zum Beispiel selber. Das Team interpretiert die Task, wenn es ums Detail geht. Das Team sagt das How. Prozesse werden weniger definiert und nur abgearbeitet, sondern stattdessen steht Transparenz des Prozesses, Empirismus im Vordergrund und statt Kontrolle haben wir eben stärker Eigenmotivation im Vordergrund. Dieses Bild nochmal, um deutlich zu machen, dass eben durchaus auch das agile Arbeiten sehr herausfordernd ist, dass es keinesfalls ein Hängematte-Ansatz ist, sondern dass es eben sehr hohe Anforderungen an die Eigenmotivation, die Eigensteuerung im Team setzt. Und das sollte man immer mit auch zugrunde legen. Es ist nicht einfacher, simpler, gemütlicher agil zu arbeiten. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Aber, und damit komme ich nochmal zu einem der wichtigen Ergebnisse aus unserer Studie, es ist vielleicht ein befriedigenderer Ansatz. Wir haben abgefragt, wie motiviert, erfüllt und inspiriert die Teilnehmer sind und Sie sehen hier schon ein relativ deutliches Bild. Die durchgängig Agilen sagen von sich selber, mit großem Abstand kann man durchaus sagen, zumindest gegenüber den durchgängig Klassischen, dass ihre Aufgabe, ihre Tätigkeit sie erfüllt, motiviert und inspiriert. Wir sehen wieder diese Verteilung am ausgeprägtesten bei den durchgängig Agilen, vor allen Dingen bei der vollen Zustimmung. Bei Hybrid und Selektiv immer noch deutlich mehr als bei den durchgängig Klassischen. Und das ist in meinen Augen ein weiterer Punkt, wenn wir über agil als Wunderwaffe sprechen, das war ja so der Aufhänger, sicherlich so ein bisschen plakativ, dann ist es sicherlich so, dass agil keine Wunderwaffe ist, agil ist im Kontext sinnvoll einzusetzen, darum geht es, aber an manchen Stellen ist agil unbedingt angezeigt und sozusagen noch on top, obendrauf, haben wir als Arbeitgeber die Chance, den Arbeitsplatz viel attraktiver zu gestalten, die Aufgabe erfüllender zu machen. Und das ist ja nun in Zeiten eines War for Talents, also in Zeiten, wo die entsprechenden guten Mitarbeiter immer gefragt sind, ein wichtiger Aspekt. So, damit habe ich dann auch schon die Punkte, die ich für heute mitgebracht habe, kurz dargestellt. Nächstes Mal geht es um die Einführung und den Erfolg. Übernächstes Mal dann um das skalierte Arbeiten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir jetzt die Chance nutzen könnten, entsprechend nochmal vielleicht eine
kurze Befragung zu machen, nämlich inwieweit Sie den Erfolg oder wie Sie den Erfolg des agilen Arbeitens bei sich einschätzen und dann genau, wie zufrieden seid ihr mit den Erfolgen eurer agilen Aktivitäten? Sehr zufrieden, zufrieden, wenig zufrieden, unzufrieden oder keine Angabe? Und mit den Ergebnissen würde ich dann gerne auch in die Diskussion gehen. Ah, und wir sehen, ja, sehr spannend, auf die Frage hin, wie zufrieden seid ihr mit den Erfolgen eurer agilen Aktivitäten, sehen wir die Option 1 auch vertreten, sehr zufrieden, aber wirklich mit sehr großer Mehrheit über drei Viertel zufrieden. Das macht die deutliche Mehrheit aus. Eine kleine Gruppe dann mit unzufrieden, das wäre sicherlich auch nochmal spannend, darüber zu diskutieren. Das würde mich besonders eigentlich interessieren. Vielleicht können wir da im Anschluss ja sogar nochmal uns unterhalten. Auch wenig zufrieden. Das sind natürlich die besonders spannenden Fälle. Aber die deutliche Mehrheit ist halt sehr zufrieden. Gut, dann würde ich das vielleicht auch erstmal so stehen lassen und freue mich jetzt, wenn wir ein bisschen in die Diskussion kommen oder ich auch gerne Fragen beantworten kann. Ich sehe zwei Fragen noch aus dem Chat. Soll ich die vielleicht direkt auch mal kurz drauf eingehen? Gerne, ja, mach das doch. Dann eine Frage, die ich gesehen habe, ist, warum soll eine durchgängige Organisation sich die Aufgabenstellung bezüglich der Komplexität noch anschauen? Eine sehr schöne, sehr gute Frage. In meinen Augen, der Herr Wortley hat mit seinen Wortley Maps dazu auch was gemacht, ist es unbedingt sinnvoll, sich immer die Konfiguration der Aufgaben, die ich bewältige, anzuschauen und mir anzuschauen, was ist in meinen Aufgaben komplex und was ist kompliziert. Wir sehen eigentlich immer, wenn wir eine neue Aufgabe haben, dass wir eine Zusammensetzung haben von Basistechnologien, Standardprozessen, die eher im Komplizierten einzuordnen sind, und anderen Technologien, die vielleicht genau den Unterschied ausmachen gegenüber dem Kunden, die das Innovative ausmachen, die sind komplex, die sind noch nicht so gut im Griff, die sind noch nicht so standardisiert. Aber fast alles, auch die innovativste IT-Lösung, der innovativste Kundenprozess, basiert wiederum auf gewisse Bereiche, die eher standardisiert sind, wo wir die Abläufe schon kennen, die wir schon vielfach gemacht haben. Und es spricht vieles dafür, eben auch wenn wir noch etwas sehr Innovatives haben, die grundlegenden Themen dann trotzdem mit gewissen standardisierten Methoden, wie zum Beispiel Prozessbeschreibung, klassischem Projektmanagement, klassischer Prozesssteuerung durchzugehen. Wen das weiter interessiert, der Wortley, der Mr. Simon Wortley hat dazu sehr schön diese Wortley-Maps auch gemacht, wo er das zerlegt. Ich muss mal, ich glaube, wir haben es jetzt nicht dabei, auf Anfrage gerne eine kurze Nachricht an mich. Ich habe auch wunderschöne Beispiele dafür. Wir arbeiten bei Kunden eigentlich immer damit, dass wir sozusagen die verschiedenen Projektteile unterschiedlich differenziert zuordnen und dann entsprechend daraus ableiten, welche Form des Projektmanagements angezeigt ist. Gibt es auch einen Artikel im Projektmagazin, den ich gemeinsam mit der Sonja Schmidt dazu geschrieben habe. Wurde geprüft, ob Agilität der einzige Einflussfaktor auf die Motivation in diesen Unternehmen ist? Nein, wurde nicht geprüft. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass da wiederum irgendwelche Korrelationen vorliegen werden. Ich beobachte das ja jetzt schon seit über 10 Jahren. Und natürlich sind Unternehmen unterschiedlich zugänglich, zum Beispiel auch für agile Ansätze in der Führungsebene und so. Da werden wir in dem nächsten Coffee Break ein bisschen drüber sprechen. Und das wird sicherlich auch mit reinspielen in die Zufriedenheit. Im Endeffekt, wie heißt es so schön, People and Interaction over Processes and Tools, das ist eins der Prinzipien aus dem Agilen Manifest, muss ich natürlich in dem jeweiligen Unternehmen, in der Organisation schauen, wo ich jeweils stehe und von dort ab ansetzen. Und natürlich mag es da auch schon vorab Unterschiede geben im Bereich wo die sozusagen starten. Gibt es Beispiele von agilen Arbeitsformen bei NGO? Ja, ich bin gerade am Überlegen, welche Organisation ist eine, ich glaube, deutsche Entwicklungshilfeorganisation, die arbeitet zum Beispiel mit Effectuation. Da
kommen Sie auch gerne nochmal auf mich zu, da kann ich auch den Kontakt herstellen. Die haben Effectuation eingesetzt, um ihre IT-Infrastruktur zum Beispiel und agile Methoden, um ihre IT-Infrastruktur anzusetzen. Ja, und klar, die, na gut, obwohl es keine NGO, aber es, na doch, die DENIC, mit denen haben wir gemeinsam auch gearbeitet. Die DENIC ist die Organisation, die für die Top-Level-Domain DE, also .de, wie in der Schweiz .ch, die Organisation macht, und die arbeiten unbedingt sehr agil. Im Chat sehe ich keine weiteren Fragen. Ganz herzlichen Dank, Ayet, für deine Ausführungen. Wir haben noch ein paar weitere. Wir haben zwar schon die volle Stunde erreicht, aber eine, weil sie eben Bezug nimmt auf die aktuelle Situation, trotzdem noch. Wird deiner Ansicht nach die Corona-Krise Einfluss auf die Nutzung und Akzeptanz von agilen Methoden haben? Das ist momentan eins meiner Lieblingsthemen. Wer mich ein bisschen gegoogelt hat, weiß, dass ich dazu auch gerade einige Web-Sessions und sogar auch ein Paper dazu geschrieben habe, was auch googelbar ist. Was ich de facto sehe, ist, dass unheimlich viele Organisationen, Menschen, Unternehmen, auch Regierungen sich auf einmal agil in dem Sinne geradezu verhalten. Was wir sehen, sind nämlich, dass auf einmal Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Jetzt könnte man da wieder sagen, ja, es wird halt einfach nur flexibler gearbeitet. Aber wir sehen schon auch, dass die Planungsstrukturen sich ändern. Und das halte ich auch genau für richtig. Also ich sehe, dass verschiedene Länder jetzt dazu übergehen, in so eine Art ein Wochen oder zwei Wochen Rhythmus zu gehen, als Agilisten würden wir das Sprints nennen, zwei Wochen Sprints, in denen jeweils immer festgelegt wird, was ist jetzt der Plan für die nächsten zwei Wochen, sprich, was sind die Maßnahmen, was sind die Regulierungen, dann wird geguckt, wie verändern sich zum Beispiel die Infektionsraten, und auf der Basis wird dann sozusagen wieder das Sprint-Ziel und auch was da funktioniert, was ist zum Beispiel an medizinischer Versorgung verfügbar, und auf der Basis wird wieder neu geplant. Und was ich auch sehe, wirklich, und das finde ich sehr positiv, dass viele Unternehmen eben auch das, was teilweise ja auch nicht zu, also was nicht förderlich ist, nämlich die sehr detaillierte Planung langfristig, die ja eben das klassische Projektmanagement leider oft ausmacht, dass darauf verzichtet wird und stattdessen wird viel mehr experimentiert, viel mehr nur geplant auf kurze Sicht, aber eine langfristige Vision entwickelt. Und das sind alles sehr typische agile Prinzipien. Teilweise sehen wir sogar, dass agile Organisationen momentan noch agiler werden. Ich habe das in dem Paper, in dem ich dazu was geschrieben habe, bezeichne ich das als Max-agil. Agile Prinzipien werden sozusagen wirklich nochmal auf die Spitze gebracht. Und das ist eben absolut logisch, nachvollziehbar, weil wir jetzt im Bereich sind nicht nur des Komplexen, sondern des Komplex-Chaotischen. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein super Schlusspunkt für unsere heutige Session. Wir sind damit auch schon beinahe am Ende unserer agilen Kaffeepause. Ich hoffe, es hat nicht nur euer Kaffee geschmeckt, und um darauf einen Hinweis zu erhalten, wie euch die Veranstaltung gefallen hat, sind wir dankbar, wenn ihr noch einen letzten Poll beantworten könnt. Darf ich die Technik bitten, den Zufriedenheitspoll kurz aufzuschalten? Sehr gut, den füllen wir hier aus. Wir warten das Ergebnis nicht mehr ab im Interesse der fortgeschrittenen Zeit. Wir nehmen natürlich auch Ihre Rückmeldungen über andere Kanäle entgegen, wie zum Beispiel die Co-Learning-Plattform. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interesse, eure Teilnahme. Und natürlich einen speziellen Dank an Professor Dr. Ayet Komos für die spannenden Ausführungen und für die Technikbetreuung an Ursula Terio. Falls ihr mögt, treffen wir uns wieder zum zweiten Teil am 5. Mai um die gleiche Zeit, wenn es um das Thema Agilität im Team geht. Habt bis dahin eine gute Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und gerne auch über Social Media, Xing, LinkedIn.